Auf der Kinderstation bereitet die Anästhesistin Charlotte Engel eine 10-jährige Schülerin auf eine Operation vor. Ihr gebrochener Arm soll von Ärztin Birgit Maas gerichtet werden. Doch noch vor dem Eingriff geschieht dem Mädchen ein Missgeschick. Hi, hallo. Ich hab einen Traum ausgesucht. Na? Ja? Von was willst du denn träumen? Ich wollte von Pferden. Ja. Hat dir alles Gute wünschen. Es wird schon, ne? Ja. Ja? Okay. Die Pia wurde bei uns stationär aufgenommen. Sie ist zu Hause vom Hochbett gefallen, hat sich dabei einen Bruch zugezogen, der hier operativ versorgt werden musste. Zähl mal von 10 runter jetzt. 10. Ja. 9. 10. Super. Gute Nacht, ne? Und dann sehen wir uns später wieder. Gut, okay. Und mach mal eben Intubation. Mhm. Spatel, ja. Hä, wieso ist denn das da so nass? Warte mal. Warte, wieso ist denn das so nass? Ist was von der Infusion draufgelaufen? Weiß ich nicht. Guck mal hier. Ist alles nass. Guck mal, ja, sieht so aus, ne? Wahrscheinlich vor OP nicht auf Toilette geschickt, oder? Ja, oder unter der Narkose passiert das ja auch schon mal. Pass auf, dann kannst du eine neue Decke organisieren. Warte, ich gehe so rum. Ja. Guck mal hier, bis hierhin läuft das. Ja, da ist. Nee, da müssen wir sie jetzt erstmal quasi frisch machen, ne? Bei dem Einnässen handelt es sich allerdings um kein einmaliges Missgeschick, wie Ärztin Birgit Maas bald herausfinden wird. Die Operation hat dennoch wie geplant stattgefunden. Die Medizinerin will sich nun erkundigen, wie es der Schülerin nach dem Eingriff geht. Hallo. Hallo, mein Name ist Alina Bornstedt und meine Tochter wurde operiert. Ja. Pia. Wollten wir gerade hin? Ja, hin, wie genau. Geht's dir denn? Ja, gut, ich denke ganz gut. Die Operation ist ja ganz gut verlaufen. Okay. War ja schon ein unglücklicher Bruch, ne? Ja. Okay, dann gucken wir mal. Na, wie geht's dir? Auch ein bisschen behindert mit dem Gips. Ja. Na, wie fühlst du dich? Gut. Ein bisschen müde. Müde noch? Ja, das darf doch noch ein bisschen sein, ne? Ist von der Narkose noch? Ja, ich denke mal so die allgemeine Aufregung. Narkose noch ein bisschen, klar. Tut's dir noch weh? Ein bisschen. Okay. Ja, bleibst du einen Tag bei uns? So schlimm ist ja nicht, oder? Ja. Magst du lieber nach Hause? Ja, zu meinen Freunden und wieder in die Schule. In die Schule? Die anderen sind immer froh, wenn sie nicht in die Schule müssen. Sag mal, ich wollte mal mit der Mama noch kurz sprechen. Wir machen dann die Entlassungspapiere und so. Schon fertig? Ja, darf ich dir die Mama noch mal kurz entführen? Ich bringe sie dir gleich wieder. Ja. Die Operation von der Pia war erfolgreich. Sie konnten die Bruchstelle gut versorgen. Allerdings hat mir die Anästhesistin berichtet, dass Pia kurz vor der Narkose eingenässt hat. Da wollte ich jetzt doch noch mal das Gespräch mit der Mutter suchen, um zu hören, ob das schon öfters passiert ist. Ist nur eine Kleinigkeit. Und zwar hat ihre Tochter während der Einleitung der Operation eingenässt. Ne? Ich wollte nur, das passiert schon mal, relativ selten, aber es passiert halt. Aber ich wollte jetzt trotzdem noch mal nachfragen, ob irgendwie sowas schon mal vorgekommen ist. Oder? Eigentlich nicht, aber als sie gestürzt ist aus dem Bett, da habe ich das auch festgestellt, dass sie irgendwie nass war. Aber ich habe dem überhaupt keine Bedeutung beigemessen, weil ich gedacht habe, durch den Schock hat sie vielleicht ein paar Tropfen verloren oder so. Also eigentlich seit dem Kindergarten nicht mehr, ist überhaupt nicht mehr passiert, ne. Also wird er dann auch morgen entlassen und dann wollte ich noch mal zur Sicherheit nachfragen. Ja. Na? Okay. Gut. Gut. Dann haben wir das. Dankeschön. Prima. Dann darf sie noch mal zu ihrer Tochter gehen. Dankeschön. Pia ist ja jetzt zweimal ein Missgeschick passiert, einmal unter der OP, was also durchaus passieren kann. Es passiert zwar selten, aber es kann dennoch passieren. Das zweite Mal halt bei sich zu Hause im Hochbett. Da würde man natürlich jetzt noch nicht von Bettnässerei sprechen, aber man muss schon ein Auge drauf haben. Am Tag nach der OP darf die Schülerin das Krankenhaus verlassen. Doch dazu kommt es nicht. Während der abschließenden Visite machen Birgit Maas und Schwester Andrea eine beunruhigende Entdeckung. Hallihallo. Hallo. So, dann geht's ja bald nach Hause. Ja. Freude ist schon groß. Ja. Ja, da strahlen die Augen. Siehst du noch was müde aus. Alles klar bei dir? Ja. Du musst natürlich trotzdem aufpassen, dass du den Abend nicht so überlastest. Okay. Sollen wir dann noch mal hierher ins Krankenhaus kommen für die Krankschreibung oder einfach zum Hausarzt? Wie machen wir das dann, wenn das ist? Nee, das können Sie über einen normalen Kinderarzt machen. Ja. Ansonsten, wenn natürlich was ist und zu den Röntgenkontrollen kommt sie zu uns. Ja. Ne? Okay. Hallo. Genau. Hallo. Also ich habe eine neue Bettnachbarin für dich mitgemacht. Schau mal, es ist die Cheyenne. Hier ist dann dein Bett. Na?
bauen wir das mal ab. Dann darfst mal, Cheyenne, sag ich erstmal Hallo. Mars ist mein Name. Ja. Also Cheyenne kam ja zu uns schon einen Tag vor OP-Termin zur Aufnahme und sollte ja am nächsten Morgen dann die Polypen operiert bekommen. Wir haben uns ja bei der Voruntersuchung schon gesehen, ne? Boah, wenigstens muss ich nicht zur Schule. Boah, was ist denn hier so nass? Was ist denn da nass? Was soll denn da nass sein? Mama, was ist das? Das riecht nach Urin. Mhm. Urin? Ja, ich würde mal sagen, vielleicht nach nebenan erstmal. Weißt du was, in der 8 ist doch noch was frei, ne? Dann bringe ich sie in der 8. Als allererstes geht einem als Schwester durch den Kopf, wie könnte das passiert sein? Und wir haben ja dann eine kurze Geruchsprobe genommen und haben gemerkt, dass das kein Wasser, sondern Urin war. Und ja, da kam tatsächlich ja eigentlich nur eine Person in Frage. Das Bett ist daneben an nass. Und naja, ich habe ja mit deiner Mutter schon mal kurz gesprochen. Und du hast ja auch in der Einleitung beim OP, ne, hast ja auch ein bisschen Pipi verloren. Und naja, jetzt wollte ich mal fragen, ob das von dir kommt. Aline. Was? Hör mal, hier liegt doch sonst keiner im Zimmer. Kannst ruhig die Wahrheit sagen. Das ist wichtig. Hm. Ja, das ist mein Decke. Ich habe wieder an die Hose gemacht, mir war das peinlich. Deswegen habe ich die Decke. Wieder? Ist das schon mal passiert? Nicht sein, ey. Wann denn? Kannst du ruhig sagen. Ja. Ist das denn schon öfter passiert? Manchmal, ja. Manchmal ist das schon mal passiert. Mhm. Müssen wir natürlich schon mal gucken, was das ist. Ne? Und das passiert ja immer nachts oder ist das auch schon mal tagsüber passiert? Meistens nachts. Meistens nachts. Mhm. Wenn ein junger Mensch nachts den Urin nicht halten kann, gibt es dafür verschiedene Ursachen. Möglicherweise organische Ursachen, aber eben auch Infektionen. Dem gehen wir natürlich nach. Die erfahrene Ärztin weiß, auch eine psychische Ursache könnte hinter dem Einnässen stecken. Doch eine körperliche Untersuchung hat für Birgit Maas zunächst Vorrang. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden einen Urintest machen. Ja, die Schwester nimmt dich jetzt mit. Machen wir einen normalen Teststreifen, ne? Sticks? Mhm, genau. Was kann man denn über den Urintest feststellen? Also man kann da verschiedene Sachen abklopfen. Einmal, ob Bakterien im Urin sind natürlich, ne? Dann ob die Nieren richtig funktionieren. Also das Blut haben wir ja untersucht. Da waren jetzt keine Auffälligkeiten. Also, können Sie schon mal mitnehmen, ne? Ja. Ja? Gehen wir zweimal eben zur Toilette. Na, und dann gucken wir uns das nachher mal an. Bis gleich. Ja, tschüss. Trinkt sie denn besonders viel, auffällig viel? Ich würde besonders viel vielleicht nicht, aber auch nicht besonders wenig, sodass es jetzt auffällig wäre. Mhm. Ich würde nur ganz gerne die Untersuchung dann hier schon noch machen und sie ungern jetzt so nach Hause entlassen, weil sie steht ja selber auch unter ungeheurem Druck. Das war ja jetzt ja mordspeinlich. Ja. Kann man ja auch wirklich verstehen. Klar, auf jeden Fall. Der unkontrollierte Urinverlust, gerade in der Nacht, kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Im Ultraschall kann man organische Fehlbildungen ausschließen. Man kann über den Urintest natürlich bakteriellen Befall ausschließen oder bestätigen halt. Das gilt es natürlich abzuklären. Anhand der Untersuchungsergebnisse erkennt Birgit Maas, dass die Schülerin körperlich vollkommen gesund ist. Damit ist klar, das Mädchen scheint psychisch etwas dermaßen zu belasten, dass sie sich sogar einnässt. Die Ärztin will die 10-Jährige deshalb behutsam auf mögliche Probleme ansprechen. Pack ich das mal. Hallihallo. Oh, was ist denn hier los? Hey. Was ist los? Ich krieg die Aufgaben nicht hin. Hast du Schmerzen? Ich krieg die Aufgaben nicht hin. Was haben wir denn da? Mathe. Punkt für Strichrechnung. Ja. Mhm. Hanna hat hier die Hausaufgaben gebracht und das bereitet ihr jetzt, glaube ich, doch ein bisschen Kopfzerbrechen. Und warum findest du das jetzt so schlimm, dass du die nicht lösen konntest? Ich meine, ein bisschen bist du ja auch noch krank. Ja. Meine ganzen Freunde, die gehen eben aufs Gymnasium. Und ich habe Angst, dass ich nicht so gut fürs Gymnasium bin. Ah, viertes Schuljahr, ja? Das ist doch überhaupt nicht schlimm. Deine Freunde bleiben immer bei dir, egal auf welche Schule du gehst. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es auch egal, auf welche Schule man geht. Ne? Da muss man gar nicht finden. Hör mal, wollen wir mal kurz über deine Ergebnisse sprechen? Also wir haben ja jetzt den Urin untersucht. Ja. Ne? Also was Bakterielles ist da jetzt nicht zu sehen. Ja. Ist da sonst auch alles in Ordnung? Ja. Also das, was man jetzt so sehen kann. Ich würde natürlich dann noch gern Ultraschall machen. Aber ich würde mal ganz gerne wissen, seit wann das denn jetzt ist mit dem... Seit letztem Zeugnis. Ist dir das recht, wenn deine Freundin das auch alles hört? Oder ist dir das unangenehm?
Nee, bei Dornenbeinen, okay. Die ganzen Untersuchungen, die wir durchgeführt haben, waren eigentlich ohne pathologischen Befund. Das heißt, wir konnten hier gar nichts entdecken. Da lässt natürlich die Vermutung wieder Platz, dass es hier tatsächlich um eine psychische Erkrankung handelt. Die Patientin war ja auch sehr schlapp und müde und hat zudem auch erzählt, dass sie unbedingt entlassen werden will, weil sie noch Hausaufgaben machen muss und ganz dringend in die Schule möchte. Aber ich habe jetzt wirklich eher so den Eindruck, dass das alles stressbedingt ist. Ja. Na, das kommt schon mal vor bei Kindern, die sich dann, die dann so einen Stress haben, dass es dann halt zu diesem nächtlichen Einnässen halt kommt. Mhm. Also da gibt es verschiedene Sachen, die wir halt machen können. Was, ne? Was kann man denn gegen Stress oder Druck tun? Muss man eine Therapie machen oder wie läuft das ab? Also das kann man machen. Ja. Ne? Also ich denke jetzt, hier haben sie ja natürlich zweierlei. Dadurch, dass sie sich selber so unter Stress gesetzt hat, kam das mit den Bettnässen dazu. Das mit den Bettnässen an sich war natürlich auch nochmal Stress. Das heißt, sie hat jetzt von der anderen Seite auch nochmal den Stress bekommen. Und das muss man natürlich nach und nach abbauen. Ja. Ne? Die Mutter hat auf mich einen sehr verständnisvollen Eindruck gemacht. Auch als sie dann mitbekommen hat, dass ihre Tochter sich so unter Druck gesetzt hat, damit sie unbedingt aufs Gymnasium kommt, hat die Mutter ja abgewiegelt. Ihr war es wohl scheinbar nicht so wichtig. Sie macht jetzt wirklich einen Eindruck, als möchte sie, dass ihre Tochter glücklich ist. Da ist es natürlich toll, wenn Pia jetzt auch lernt, diese Probleme mit ihrer Mutter zu besprechen. Denn an der kann sie sich wirklich gut orientieren. Sie ist da ganz gelassen. Und das fehlt Pia im Moment noch ein bisschen. Mach dir keine Sorgen. Deine Freunde bleiben deine Freunde. Du darfst nicht so viel darüber nachdenken. Und Pia, ich sag dir mal noch was. Pausen sind auch wichtig. Du darfst hier eine halbe Stunde was machen. Und nachher kann ich auch noch mal kommen, kann ich dir auch was dazu erklären. Mathe bin ich gut. Super gut sogar. Okay? Mhm. Juti. Der Mutter gelingt es, durch viele Gespräche ihrer Tochter den Druck zu nehmen. Seitdem lässt die 10-Jährige nicht mehr ein. Das Mädchen hat sich in der Schule deutlich verbessert und es sogar auf das Gymnasium geschafft. Sie kann mit ihren Freundinnen weiterhin gemeinsam zur Schule gehen.